関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Was geht, Freunde des Battle Royals? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Chef Ball Legends. Und da sich ja im Prinzip zuletzt mal nichts verändert hat und ich auch keinen Kampf verloren habe bisher, würde ich sagen, machen wir auch mit dem Team weiter. Ich habe halt eine Equip geändert, aber das war letztes Mal schon im zweiten Kampf. Ich zeige euch das nochmal kurz. Ich habe halt dieses Equip noch reingetan, um Zamasu noch mal ein bisschen tankiger zu machen. Mehr Lebensenergie, mehr Schlagverteidigung, mehr Lebensenergieregeneration. Ihr kennt das Spiel bei Zamasu. Ja, das ist es im Wesentlichen. Viel mehr habe ich auch nicht gemacht und ich würde sagen, wir starten mit dem Battle Royale. Unser erster Gegner könnte eventuell eine harte Nuss werden. Ich kann halt den neuen Buu noch nicht einschätzen, also den Zenkai Buu. Der Rest sollte eigentlich easy machbar sein, weil C21 wird, denke ich mal, nichts reißen können. Der Zamasu auf 4 Sterne auch nicht. Deswegen sollten wir in der Theorie zumindest leichtes Spiel haben. Das Gute ist, wir haben halt 2 Combo-Cuts und noch einen dritten, nicht so richtig Combo-Cut, aber irgendwie doch schon. Er hat nur einen, den er jetzt schon verbraten hat im Prinzip. Fühlt sich wieder super träge an. Ja, wir tanken jetzt tatsächlich mal solide. Da wir hier jetzt auch die Dingens voll haben. Das könnte jetzt daneben liegen. Es kam halt eine Sekunde zu spät. Boxster. Das ist halt alles so laggy in letzter Zeit bei Dragon Ball Legends. Ich meine, es ist immer laggy bei Dragon Ball Legends, aber mittlerweile geht ja gar nicht mehr. So, damit wir den auch safe killen. Ich finde es eigentlich schade, dass wir nur so schlechte Boo-Tanks haben, beziehungsweise wir haben, glaube ich, sowieso nur einen Boo-Tanks. Aber er ist einfach schlecht. Schade, ich habe gehofft, der holt den jetzt rein. Nö. Geht nicht zu hoch, kleiner Buu. Bin mal gespannt, ob der genug Schaden macht. Immerhin Zamasu, Farbvorteil, Zenkai gebufft. Gutes defensives Equip. Tatsächlich, das reicht noch. Bin immer wieder beeindruckt, wie viel Schaden einfach der Zamasu macht, ne? Jetzt läuft es wieder ein bisschen flüssiger. Jetzt klappt nämlich auch die Charge-Step viel besser. Zieh doch eine Karte nach. Ihr merkt selber, glaube ich, die Verzögerung die ganze Zeit, oder? Das habe ich noch vergessen. Der hat hier noch ein Unit. Ich dachte, der hätte gar keinen mehr. Okay. Und dann hat er jetzt keinen mehr. Den lila Buu habe ich irgendwie schon komplett ausgeblendet gehabt. Ich dachte, den hätte ich schon besiegt gehabt. Naja. Auch wenn der jetzt mal wieder geleckt hat wie Sau, hatte ich vorhin auch schon im PvP. Springen wir zum nächsten. Unser nächster Gegner spielt auch Buu. Der Rest sieht aber absolut unspektakulär aus. Deswegen können wir das, glaube ich, easy managen.
Fühlt sich auch wieder so träge an, ne? Das ist lächerlich, ey. Lässt. Komm. Ah, egal, das tut's auch. Selbst der Rote kriegt hier extrem Schaden, weil ja der einfach nur auf wenigen Sternen ist, ne? Egal. Warum? Warum musst du das jetzt tun? Warum konntest du nicht einfach die Blast-Karte nehmen? Glaube ich ausweichen können, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Es muss auch einfach Perfect Vanish sein in dem Moment, ne? Nein! Oh. Ich hasse das, ne? Ohne Scheiß, dieses... Boah, das fühlt sich alles so träge an. Ja, natürlich hat der Gegner wieder mehr. Das ist... Seitdem die keine 120 Hertz mehr haben, gewinnt der Gegner fast jeden Clash gegen mich. Ich weiß gar nicht, wie der so viel Ki haben kann. Der kriegt doch gar kein Ki, wenn er reinkommt. Toll. Was soll ich jetzt dagegen machen? Alter! Digga, wie kann man nur so lacken, ne? Ich hasse diese Missgeburten, die ganze Zeit irgendwie laggen, irgendwie das Spiel träger machen. Keine Ahnung, wie die das hinkriegen, ne? Ohne Scheiß, solche Leute regen mich so auf. Warum schlägt mich jetzt dieses Pimmel-Team? Ohne Scheiß, das habe ich im PvP auch ständig. Der Gegner hat ein absolutes Pimmel-Team, aber das Spiel fühlt sich so träge und laggy an, dass ich nichts machen kann. Und dann kann der die ganze Zeit unten im Weg angreifen. Natürlich. Ich kann auch null einschätzen, wann der Bastard ausweichen kann. Natürlich kommt er als erstes dran. Auch das? Niemals klappt das bei mir. Wenn ich das mache, kommt mein Schlag oft gar nicht durch, wenn er etwas weiter weg ist. Der Gegner immer. Es ist so lächerlich. Timingmäßig klappt bei Dragon Ball Legends gar nichts mehr. Früher war das auch so, du machst die grüne Karte, danach kommt die Animation vom Rising Rush, der Gegner wurde trotzdem noch zurückgeschleudert. Jetzt, der Rising Rush kam beim Gegner immer durch. So ist es so lächerlich. Boah, ich weiß nicht, was diese Vollidioten wieder in das Update gepackt haben irgendwann, dass das einfach nur noch träge, lahm und auf 60 Frames läuft. Was soll diese Scheiße? Die machen das Spiel immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und dann capturen die das auf 60 verfickte Frames? Boah, kotzt mich das an. Und das Allerschlimmste ist, diese Missgeburten halten es nicht mal für nötig, einfach mal eine Nachricht zu machen. Ey, wir haben aktuell Probleme, wir arbeiten dran. Nein, du schreibst den Support. Was kommt von diesen Bastarden wieder? Es liegt an dir.
Es liegt an deinem Provider, es liegt an deinem Handy, installier die App neu, es liegt alles nur an dir. Dragon Ball Legends macht keine Fehler. Wofür haben die überhaupt einen Support? Das frage ich mich jedes Mal wieder. Der Support ist das Dümmste, was ich je in der Geschichte eines Supports erlebt habe. Boah, ohne Scheiß, nee, jetzt mal ganz im Ernst, sowas regt mich auf des Todes. Das habe ich die ganze Zeit auch im PvP. Ich habe nicht ein Spiel, was flüssig läuft. Boah, ey, und dann sollst du irgendwie Top 6000 erreichen. Am besten noch mit Teams ohne Ultra. Sehr geil, Dragon Ball Legends, super. Warum habt ihr wohl seit dem bestimmt dritten Anniversary viel weniger Spieler als vorher? Redet ja nicht drüber. Nein, ihr habt ja 18 Triaden Spieler. Oh, das war's von meiner Seite für heute. Nee, das sind wieder so Momente, da könnte ich das Handy gegen die Wand schmeißen. Aber das Handy ist zu schade für dieses verfickte Drex-Spiel. Dragon Ball Legends-Spiel, wollte ich sagen. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao. Wir sehen uns wieder via LCD. Denn jeder